Okay, einen wunderschönen guten Abend und danke fürs Einschalten zum Webinar für Einsteiger. Mein Name ist Wolfgang Österreich. Ich arbeite im europäischen Pilot Support Team bei 4Flight und möchte heute Abend eine Einführung in 4Flight geben, sodass diejenigen, die es noch nie benutzt haben, oder aber diejenigen, die es lange nicht mehr benutzt haben, eine Einführung bekommen und die Möglichkeit haben, schnell zu starten. Bevor wir starten, ein paar Hinweise, Fragen können über das GoToWebinar Message Panel gestellt werden. Auf das Symbol mit dem Fragezeichen klicken und dort die Frage eingeben. Wir werden zusehen, dass wir so viele Fragen wie möglich während der Präsentation beantworten. Ich werde im anschließenden Fragenteil auch auf einzelne Fragen eingehen. Sollte eine Frage nicht während des Webinars beantwortet werden, bitte ich eine E-Mail an team@4flight.com zu schicken und ja, entsprechend die Kollegen werden dann die Frage beantworten. Das Webinar wird aufgenommen und auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn man den einen oder anderen Punkt nicht mitbekommen hat, kann man sich das später auch noch mal anschauen. Lasst uns anfangen. Wer ist 4Flight überhaupt? Die Firma 4Flight wurde 2007 in den USA gegründet und brachte mit Erscheinen des ersten iPhones 2008 bzw. des Erscheinen des App Stores die erste Aviation App überhaupt an den Markt. Und wir haben unser Hauptbüro in Houston, Texas. Entwicklungen befinden sich in Austin, Texas, Portland, Maine und ganz wichtig, unser europäisches Hauptquartier in Odense in Dänemark, in dem wichtige Entwicklungen für 4Flight vorgenommen werden. Beispielsweise das gesamte weltweite die Routengenerierung oder die Flugplanaufgabe für IFR und VFR läuft alles komplett übers dänische Office. Neben der wohl am meisten genutzten App, der 4Flight Mobile App, bietet 4Flight des Weiteren auch ein Hardwareprodukt, den 4Flight Sentry, einen mobilen ADS-B-Empfänger, der unter anderem auch einen Lagesensor für Synthetic Vision und einen Kohlenmonoxidsensor hat. Der Sentry ist seit kurzem auch in Europa verfügbar, beispielsweise über Skyfox in Deutschland oder Kniebrett in der Schweiz. Des Weiteren haben wir das Military Flightback oder eben Business-Produkte wie 4Flight Dispatch für die Business Aviation, um entsprechende Flüge zu managen. Oder unser CTOPS Add-on, was es hilft für den kommerziellen Betrieb von Single-Engine-Turboprop-Maschinen, die entsprechende Risikoanalyse, die die EASA fordert, durchzuführen. Also eine ganze Menge mehr als nur die App, aber heute konzentrieren wir uns in erster Linie auf den Webauftritt und auf die App. Es wäre vielleicht nur angemerkt, dass mehr als die Hälfte unserer knapp 300 Angestellten selbst Piloten, Instruktoren oder Prüfer sind und dementsprechend ihre eigene Flugerfahrung auch mit in die App-Entwicklung mit einfließen lassen. Wir beginnen auf der Webseite und hier gleich am Anfang, wenn irgendwelche Fragen bestehen, man irgendetwas wissen möchte, einem irgendetwas unklar ist, dann hilft ein Blick in unser Support Center. Hier sieht man schon verschiedene Fragen, angefangen von wie kann ich mein Apple-Produkt benutzen, über 4Flight Connect, wie kann ich 4Flight mit meiner Garmin oder Avidyne oder Dynan Avionik zusammenspielen lassen, wie kann ich Jeppesen-Produkte einbinden und so weiter und so fort, findet sich alles bis hin zu den portablen Produkten.
Und es befinden sich auch in der Videobibliothek viele hilfreiche Videos, die man sich in Ruhe anschauen kann, wo einzelne Funktionen sehr detailliert erläutert sind und man sich selbst auf den neuesten Stand bringen kann. Wenn all das nichts hilft, es gibt auch den Pilots Guide, der findet sich online, aber auch in der App, und zwar in der Dokumentensektion der App. Die Videos, wie jetzt auch das, was heute ist, die aufgezeichnet werden, finden sich auf forflight.com/onfrequency. Man kann auch gerne E-Mails senden an team@forflight.com. Dort sitzen reelle Menschen, alles Piloten oder ehemalige Controller. Ja, sie sind froh, wenn sie helfen können. Unter forflight.com/pricing findet man einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Abonnementmodelle. Für individuelle Piloten werden drei verschiedene Abonnementstufen angeboten: Basic Plus, Pro Plus und Performance Plus. Die Daten, die zur Verfügung stehen, sind überall die gleichen. Das heißt also, die auf Jeppesen-Daten basierenden internationalen IFR- und VFR-Daten, Terrain-Daten, Hindernisdatenbanken und so weiter und so fort, das ist alles bei allen Subscription-Leveln das Gleiche. Die Stufen unterscheiden sich durch die Ausbaustufen, beispielsweise Profilansicht oder georeferenzierte Anflugkarten befinden sich ab der Pro-Plus-Version. Oder eben detaillierte Flugzeug-Performance-Modelle anhand der Herstellerdaten, ein optimiertes Autorouting und vieles mehr. Start-Lande-Performance-Berechnungen beispielsweise finden sich unter Performance Plus. Man kann sich das hier auf dieser Webseite anschauen und kann die vergleichen und dann für sich entscheiden, welches der für den eigenen Ansprüche passende, die passende Ausbaustufe ist. Nach Auswahl des entsprechenden individuellen Plans hat man dann noch eine Region auszuwählen. Mindestens eine gehört dazu. Drei Regionen werden Stand heute zur Verfügung gestellt. Das sind USA, Kanada und Europa. Und nach Auswahl der europäischen Region habe ich die Möglichkeit, weitere Zusatzprodukte bei Bedarf hinzuzunehmen. Also die europäische Coverage beinhaltet alle Jeppesen Navigationsdaten für Europa, IFR und VFR. Es beinhaltet des Weiteren sämtliche Eurocontrol, AIP Procedures und Dokumente und Anflugkarten, also alles das, was Eurocontrol kostenlos zur Verfügung stellt. Des Weiteren von 41 Ländern alle Karten und Informationen, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das ist leider in Europa nicht einheitlich. Wir werden im Laufe der Präsentation nochmal auf ein paar Unterschiede eingehen. Daher ist es ganz einfach so, dass hier eine Reihe von Add-ons zur Verfügung stehen. Wir haben Verträge mit entsprechenden Anbietern wie der DFS, Rogers Data, Ermelion, Carter Bossi oder anderen geschlossen, um letztendlich dann diese Produkte mit in ForeFlight zu integrieren. Ein Besitzer eines Sky Echo 2 kombinierten ADS-B und FLAM-Empfängers können hier auch die FLAM-Software-Lizenz freischalten für ForeFlight. Ich kann Jeppesen IFR-Charts oder auch VFR-Charts hinzunehmen. Für diejenigen, die sich glücklich schätzen können, einen Jet zu betreiben, einen Citation Jet, Mustang oder größer, können hier entsprechend die Runway Analysis für die Jets hinzubuchen oder eben unter optionalen VFR-Packages finden sich all die optionalen VFR-Karten und Anflugblätter, die es in Europa so gibt. Hier ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die ForeFlight-Subscription läuft immer genau über ein Jahr. Es gibt aber jederzeit die Möglichkeit, die Subscription zu ändern. Das heißt, sowohl die Stufe zu verändern, also Up- und Downgrade, spielt überhaupt keine Rolle, oder aber auch Zusatzprodukte hinzuzunehmen oder wieder wegzunehmen.
Technisch funktioniert es so, dass ich in dem neuen gewünschten Umfang wieder eine Jahreslizenz abschließe und von der bisher laufenden Lizenz das Restguthaben gut geschrieben wird. Es geht also kein Geld verloren. Ja, ich habe aber immer in meinem Gesamtpaket, in meiner Lizenz alle Produkte mit demselben Ablaufdatum. Okay, unter forflight.com/europe/data finden sich detaillierte Informationen, was jetzt genau zu den einzelnen Ländern an Daten zur Verfügung stehen, was ist in der App enthalten in der europäischen Coverage und was muss ich möglicherweise hinzukaufen. Im Web kann ich mich auch gleich einloggen und habe hier die Möglichkeit, auf der linken Seite im Menü unter Account zum einen meinen Namen oder meine E-Mail-Adresse zu ändern, das Passwort für meinen Account zu ändern. Ich kann mir einen Überblick verschaffen, was für eine Lizenz habe ich, wann war das Startdatum, wann endet diese Lizenz. Ich kann diese Lizenz hier von der Webseite aus ändern, also upgraden, renewen, ändern. Ich kann mir auf der rechten Seite die Quittungen für die einzelnen Zahlungsvorgänge herunterladen und ich kann letztendlich auch hier im Web die mit meinem Account verbundenen Geräte verwalten. Jede individuelle ForeFlight-Lizenz erlaubt es, bis zu drei Apple-Geräte parallel zu nutzen. Das können zwei iPhones, ein iPad sein oder, was seltener ist, zwei iPhones und ein iPad. Beginnen wir mit den ersten Schritten. Zunächst einmal richten wir unser Fluggerät ein. Das ist wichtig, damit letztendlich alle Berechnungen, Routengenerationen und so weiter vernünftig laufen. Dazu können wir auf der linken Seite den Punkt Aircraft auswählen. Das seitliche Menü kann man übrigens auch durch Tippen auf diese beiden kleinen Pfeile oben zusammenziehen, sodass man mehr Fläche für die Bearbeitung hat. Wie man auf der linken Seite in der Spalte schon sieht, stehen dort ganz viele Flugzeugmodelle drinne. Es gibt keine Limitation für die Anzahl von Flugzeugen, die ich mir anlege. Das können beliebig viele sein. Gibt ja durchaus Menschen, die mit mehr als einem Flugzeug unterwegs sind. Durch Tippen auf New Aircraft wird ein neues Flugzeug angelegt und zunächst einmal muss ich mindestens das Rufzeichen, also die Tail Number und den Flugzeugtyp festlegen. Ich wähle jetzt hier mal Demo 1. Und als Flugzeugtyp wähle ich eine TB10 aus. Hier sieht man schon, diese Modelle, ja, bei diesem Account handelt es sich um einen Performance Plus Account. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nicht nur einfach das Modell hier auszuwählen, sondern es sind bei den entsprechenden Modellen auch die Handbuchdaten hinterlegt. Wir sehen hier einmal die TB10 ohne entsprechende Radabdeckungen und einmal mit Radabdeckungen und dann nochmal ein drittes mit einem anderen, das ist die TB200 mit einem anderen Motor, sodass wir letztendlich dort an der Stelle sehr genau das Flugzeug abbilden. Diese Performance-Profile sind anhand der Herstellerdaten erstellt worden. Und bei vielen Modellen sind dort auch entsprechende Start- und Lande-Performance-Berechnungen mit enthalten. Diese Profile, wenn ich jetzt weiß, mein Flugzeug fliegt langsamer, fliegt schneller, verbraucht mehr, verbraucht weniger Kraftstoff als die Handbuchdaten, dann kann ich entsprechend mir ein Profil auswählen und kann durch Justieren der Geschwindigkeit und des Kraftstoffverbrauches die Werte entsprechend anpassen, sodass das auf mein Flugzeug hinkommt. Diejenigen, die eine Basic Plus oder Pro Plus Lizenz haben, können sich individuell ein Basic Profil anlegen. Und nachdem ich dort einen entsprechenden Namen vergebe,
muss ich mindestens die normale Reisegeschwindigkeit und den Kraftstoffverbrauch, der typischerweise bei dieser Geschwindigkeit anfällt, anführen. Die Steig- und die Sink-Performance-Profile sind optional, kann ich natürlich hinzufügen. Die führen dann zu einer etwas verbesserten Kalkulation. Reicht für viele einfache Modelle aus, die Sache. Ja, auch hängt ein bisschen auch davon ab, wie das persönliche Flugprofil aussieht. Hier an der Stelle wieder diejenigen, die eine Performance Plus Lizenz haben, aber ein Flugzeug besitzen oder ein Flugzeug fliegen, für das keine vorgegebenen Performance-Profile bestehen, die haben die Möglichkeit, ein sogenanntes By-Altitude-Performance-Profil zu erstellen. Hierbei können anhand der Handbuchdaten die Werte eingegeben werden. Es ist mindestens einzugeben, die Werte bei Sea Level und bei der maximalen Ceiling für dieses Flugzeug. Je mehr Werte ich dort eingebe, umso genauer sind die Berechnungen. Es wird zwischen diesen Werten eine Iteration durchgeführt, sodass eine möglichst genaue Abbildung der Kraftstoffberechnung und der Flugzeiten ermittelt wird. Das By-Altitude-Performance-Profil kann zwar nur im Web erstellt werden, wird aber für diejenigen, die eine Performance Plus-Lizenz haben, auch automatisch dann in der App zur Verfügung gestellt und für die Berechnung benutzt. Kommen wir als nächstes zu den Gewichten. Natürlich muss ich das Leergewicht den entsprechenden Daten des Wegeberichts anpassen. Ich kann an der Stelle auch die Einheiten beispielsweise in Kilogramm umrechnen und dabei werden praktischerweise auch die Pfundwerte gleich umgerechnet. Das Gleiche ist für den Kraftstoff zu sagen. Ich kann hier auch in Liter pro Stunde oder eben, wenn ich eine Turbine fliege, in Pounds per Hour umstellen und entsprechend die Einheiten umrechnen. Ein wichtiger Punkt, vor allem für die IFR-Flieger, aber auch für die VFR-Flieger, die Flugpläne aufgeben wollen, ist die Filing-Konfiguration. Unter ICAO Equipment, Surveillance und Performance-Based Navigations muss ich die entsprechenden Angaben entsprechend meines Flugzeuges eingeben, entsprechend der eingebauten Avionik. Ja, die Werte kennt eigentlich jeder, der entsprechend damit zu tun hat. Und wer es für seine Avionik jetzt nicht genau weiß, es gibt im Internet ja diverse Listen, wo ich sehe, hier für eine typische Garmin-Installation kann ich mir ablesen, welche entsprechenden Einstellungen erforderlich sind. Und man sieht schon hier Performance-Based Navigation Europa B2, D2, S2 ist für die allermeisten ausreichend. Okay, beim Surveillance, dort ist der Transponder einzugeben. Mocera-Transponder ist in Europa mandatory. Es gibt einige Länder, die Ausnahmen genehmigen, aber im Großen und Ganzen in Zentraleuropa hat sich Mocera als Standard durchgesetzt, beziehungsweise wurde durchgesetzt. Es ist schön, wenn das Flugzeug auch ADS-B aussendet. Das ist zwar nicht verpflichtend, in den USA ist es seit Anfang letzten Jahres verpflichtend, aber das Schöne daran ist, ich kann nicht nur mit einem mobilen Empfänger sehen, wo andere sich befinden, sondern ich mache mich gegenüber anderen auch bemerkbar, sodass andere Flugzeuge mich erkennen können und rechtzeitig Ausweichmanöver fliegen können. Also daher, wenn die Möglichkeit besteht, den Flieger ADS-B auszustatten, einfach Gutes. Okay, unter Other Filing Information habe ich die Möglichkeit, weitere Angaben hinzuzufügen. Das können Fälle sein, wir hatten das, dass ein Besitzer eines November registrierten Flugzeuges sagte, ja, ATC möchte immer wissen, wer ist der Operator, damit sie wissen, wo die Rechnung hin sein muss. Das könnte man hier hinter dem Feld OPR beispielsweise eintragen.
Fangen wir also an Einstellungen. Flugzeug ist eingestellt. Wir können jetzt schon anfangen mit der Planung. Da kommt als allererstes das Wetter. Dazu haben wir den Punkt der Wetterbilder. Wetterbilder sind so organisiert, dass es zum einen nach den Regionen geht, USA, Kanada, Europa und so weiter und so fort. Und wenn ich das aufklappe, habe ich dann entsprechend auch noch Meergebiete und verschiedene Drucklevel, auf denen von denen das Wetter abgebildet wird. Die Quelle hier ist OGMET für diese Wetterbilder. Und ich kann jetzt hier beispielsweise den 54-Stunden-Forecast mal raufklicken auf das Bild und dann wird mir das entsprechende Bild vergrößert dargestellt. Ich kann jetzt sehen, anhand des GFS-Modells, wie sich, ist jetzt aus der Vergangenheit logischerweise der Screenshot, am 2. April 2021 um 6 Uhr UTC die Verhältnisse, die Druckverhältnisse, Windverhältnisse dort darstellen, wo Niederschläge zu erwarten sind und wie die Bewölkungsstufen sind, sodass ich letztendlich über die beiden Knöpfe oben, Previous und Next, auch zwischen den Zeiten umschalten kann und mir anschauen kann, bis zu 84 Stunden im Voraus, wie sich die Wetterentwicklung darstellt. In der Kartenansicht haben wir natürlich auch eine ganze Menge Wetterinformationen. Hier sieht man schon, ist das Radarbild, eingeblendet. Dazu haben wir am unteren Bildschirmrand eine Zeitschiene. Ausgehend von dem Zeitstempel oben links, Timestamp 12:35 Zulu, kann ich jetzt über dann die nächste Zeit mir also rückwirkend darstellen, wie letztendlich das Radar, die Radarechos sich bewegt haben. Radardaten sind ja Echtzeitaufnahmen, also keine Vorhersage. Daher an der Stelle immer rückwärts gewandt. Das heißt, ich kann also schauen, wo ist das Wetter hergekommen und kann daraus meine Schlüsse ziehen, wo es möglicherweise hinzieht. An den schattierten Stellen kann man auch sehen, die gibt es auch in der App, wo die Radarabdeckung ändert. Das heißt, wenn ich kein Radarecho habe außerhalb des Bereiches, dann heißt es nicht, dass dort kein Wetter existiert oder keine Radarechos existieren, sondern ganz einfach, dort gibt es keine Radarstationen, die Daten zur Verfügung stellen, beziehungsweise wir haben keine Informationen für diese Gebiete. Dort kann ich an der Stelle auf Satellitenbilder oder Infrarotbilder zurückgreifen, um mir die Situation weltweit anzuschauen. Ein Klick auf den kleinen Stapel oben links öffnet zum einen die Auswahl für Karten für Maps auf der linken Seite. Standardmäßig eingeschaltet ist der aeronautische Layer. Ich habe aber die Möglichkeit, auch die Street Map, die Area Map, den Europe VFR Layer mir anzuschauen oder eben auch die IFR Low- und High-Karten. Das sind also die Karten, die in Europa kostenlos zur Verfügung gestellt werden und entsprechende Gebiete abdecken. Ganz wichtig, Europe VFR heißt nicht ganz Europa, sondern es sind all die Länder in Europa, die VFR-Karten kostenfrei zur Verfügung stellen. Auf der rechten Seite unter Layers habe ich die Möglichkeit, diverse Informationslayer über die Karte zu legen. Eingeschaltet ist Radar und TFR. Im Icing Layer kann ich auf der rechten unteren Seite mir eine gewünschte Höhe auswählen und kann wieder über die Zeitschiene unten über die nächsten, ja, bis zu 30 Stunden mir anschauen, wie sich die Vereisungsbedingungen in einem bestimmten Level verhalten, sodass ich vor einem Flug am Vortag zumindest mir anschauen kann, welche Vereisungsbedingungen habe ich zu erwarten? Lohnt es sich vielleicht, eine halbe Stunde zu warten oder ist es auch sinnvoll, einfach eine Stunde früher loszufliegen, um Enteisungsbedingungen zu entgehen? Dasselbe gilt für Turbulenz und neu verfügbar auch Bewölkung. Das heißt auch hier wieder, ich kann auf der rechten Seite mir eine Höhe auswählen und kann über die Zeitschiene mir anschauen, wie sich über die nächsten 24 Stunden in dem Fall die Bewölkung in dieser, auf dieser Höhe, auf dieser Flugfläche letztendlich verändert.
Es gibt viele andere Informationen. Ich kann mir einen Traffic anschauen. Also das heißt, ich kann mal anschauen, was ist überhaupt an meinem Flugplatz los? Fliegen da überhaupt welche? Ist da viel los? Gibt es irgendwelche Geschichten, wo ATC den Verkehr um Wetter beispielsweise herumleitet? All solche Sachen kann ich mir anschauen. Ich kann mir den GAFOR-Bericht anschauen. GAFOR in Deutschland als Flächenforecast, in Österreich, der Schweiz, Slowenien und Kroatien als Forecast für die VFR-Strecken durch die Alpen bzw. entlang der Adria. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Ich tippe in ein Gebiet bzw. auf eine dieser VFR-Strecken und bekomme letztendlich für diesen Zeitraum oder wir bekommen die Vorhersage für diese Strecke angezeigt mit den entsprechenden Aktualitätszeiten und den Bedingungen, die dann entsprechend herrschen. Damit kann ich für eine VFR-Flugplanung mir sehr schnell einen Überblick verschaffen für den aktuellen Tag, für die kommenden, ja, für die kommende Zeit. Die Karte bietet mehr. Wenn ich da reinzoome, sehe ich zum einen die Platzwunden wie oben in Giebelstadt oder eben auch die Kontrollzone mit den VfR-Pflichtmeldepunkten und An- und Abflugstrecken unten in Niederstetten beispielsweise. Ja, ich kann mir also einen Überblick verschaffen und was hier in dem Bild ist, ich habe noch zusätzlich als Information die Kraftstoffpreise eingeblendet. Die werden hier entsprechend bei den Flugplätzen mit angezeigt. Wir haben ein Team, was sich damit beschäftigt, die Daten möglichst aktuell zu halten. Es klappt nicht immer. Ich habe aber in der App die Möglichkeit, auch aktualisierte Kraftstoffpreise an unser Team zu reporten. Und diese werden dann entsprechend, wenn dort eine Änderungsmeldung kommt, nochmal gecheckt und sind dann stehen dann anschließend in der App anderen zur Verfügung. Ein Klick auf einen Flugplatz, wie hier Giebelstadt beispielsweise, öffnet ein entsprechendes Informationsfenster. Ich habe die Informationen, die Frequenzen für den Platz, für das entsprechende Fluginformationsgebiet, für Langradar an der Stelle noch, Städtenradar. Ich habe Informationen, die ich mir abrufen kann für die zur Verfügung stehenden Start-Landebahnen und die Procedures, das heißt alles das, was Eurocontrol an der Stelle anbietet, kann ich mir zu dem jeweiligen Platz aufrufen. Des Weiteren gibt es Wetterinformationen, Meter, TAF, Windinformationen. Unter FBO finden sich entsprechende Informationen zum Flugplatzbetreiber. Unter dem Plattenstapel verbirgt sich noch ein zweiter Punkt, nämlich die Map Settings. Wenn ich dort draufklicke, habe ich die Möglichkeit, die Kartendarstellung von hell, wie hier dargestellt, auf dunkel umzuschalten. Ich kann in eine Auswahl treffen, welche Flugplätze ich mir anzeigen lassen möchte. Ich kann bei Airspaces eine Auswahl vornehmen oder ich kann beispielsweise die Airways, wie hier in dem Bild, ausschalten oder auch wieder einschalten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich selbst mit der Karte umgehe. Layer Opacity ist dafür da, dass ich die Überlappung beispielsweise Radardaten oder TFR, wie in diesem Fall, durchlässiger oder durchsichtiger gestalten kann, um letztendlich das zu sehen, was sich hinter der Wetterdarstellung verbirgt. Letztendlich unter dem Flügeeintrag kann ich meine Flüge planen und verwalten. Das sind alles die Flüge, für die ich Flugpläne aufgeben kann. Flugpläne werden hier aus dieser Flügeansicht aufgegeben. Für IFR-Flüge wird man nach einer Weile feststellen, dass genau dieses Formular eigentlich der schönste und schnellste Weg ist, um entsprechend IFR-Flüge zu planen. Aber auch VFR-Flüge, für die ich Flugpläne aufgeben möchte, finden sich hier an der Stelle und können entsprechend verwaltet werden. Damit, also vielleicht nur abschließend, diese Flüge, die hier geplant sind. Die Flugzeugeinstellungen, mein gesamtes Logbook,
Alle Tracklogs, also aufgezeichnete Flüge, all diese Informationen werden automatisch über die Cloud synchronisiert. Das heißt, ein Flug, den ich im Web geplant habe, wird automatisch auf alle angeschlossenen Geräte, also iPad, iPhone, synchronisiert. Ich kann also ganz einfach hier im Web einen Flugplan aufgeben. Wenn ich auf der Fahrt zum Flughafen oder zum Flugplatz im Stau stehe, kann ich das Handy nehmen, kann den Flugplan entsprechend verschieben. Und wenn ich dann dort im Flieger das iPad ins Panel schiebe, dann habe ich automatisch auch diesen verschobenen Flugplan schon wieder auf dem iPad synchronisiert und kann sofort starten, ohne dass ich irgendwelche Flüge hoch- oder runterladen muss. Das passiert also alles automatisch im Hintergrund. Damit switchen wir über zur App. Und die App ist letztendlich das, womit ich im Flieger zu tun habe. Wie ist die aufgebaut? Ich habe erstmal am unteren Bildschirmrand sogenannte Tabs. Diese Registerkarten beinhalten entsprechend Informationsbereiche, die ich für die Flugvorbereitung, den Flug oder die Flugnachbereitung benötige. Fängt an mit den Airports, das sind also ein Airport Directory, alle Informationen über Flughäfen weltweit. Map, das Kartenfenster ist gerade aktiv, sieht man daran, dass das Symbol weiß hinterlegt ist. Die Anflugkarten unter Charts. Dokumentenverwaltung ist unter Documents zu finden. Darauf gehe ich heute nun nicht weiter ein, weil das wäre alleine ein eigenes Webinar. Die Wetterbilder finden sich wieder unter Imagery. Unter Flights die Flugverwaltung. Scratchpad ist die Notizbuchfunktion. Und hier jetzt an der Stelle Checklists als nächsten Punkt. Dann sehen wir einen kleinen Strich und Logbook. Was es mit diesem kleinen Strich auf sich hat, können wir gleich klären. Im oberen Bereich befinden sich immer die Symbole, die für das aktuelle Fenster, für die aktuell ausgewählte Registerkarte aktuell sind. In der Kartenansicht ist es oben links die Auswahl der Kartenansichten und Informationsschichten, die ich drüberlegen möchte. Das Flugplanungsfenster. Das kleine Zahnrad öffnet die Einstellungen der Kartenansicht. Dann haben wir den Schalter für Synthetic Vision. Wir haben die Möglichkeit, das Instrumentenpanel anzuwählen. Die Uhr mit dem kleinen Stern zeigt uns alle in der Vergangenheit geplanten Flüge oder unsere favorisierten Flüge. Und rechts oben haben wir eine Suchzeile. Dort können wir nach Orten, wir können nach Flugplätzen suchen, nach NavAids. Wir können selbst nach kompletten Flugstrecken können wir an der Stelle suchen. Oben rechts das kleine Symbol mit dem Fadenkreuz. Das dient dazu, die Karte immer auf die aktuelle Position zu zentrieren. Auf der linken Seite befinden sich wiederum Auswahlmöglichkeiten. Die oberen blau hinterlegten Symbole sind beim eingeschalteten aeronautischen Layer sichtbar und dienen dazu, diese Vektorkarte so zu verändern, dass ich in einzelne Informationen ein- oder ausblenden kann. An dieser Stelle sind jetzt hier die Airways ausgeblendet, Airspaces, Flugplätze, Fluginformationsgebiete, Terrain und Straßen weitere Objekte am Boden sind eingeblendet. Der Stift schaltet die Annunciator-Funktion ein. Das heißt, ich kann hier an der Stelle Markierungen, ich kann also auf der Karte schreiben und kann mir Notizen machen. Mit dem Record-Button kann ich einen Flug manuell starten oder stoppen. Das ist insbesondere für Helikopter interessant, da diese ja nicht anhand der Geschwindigkeit den Flug starten, sondern erstmal abheben, bevor sie sich vorwärts bewegen. Ansonsten wird bestartet die Flugaufzeichnung automatisch beim Überschreiten von 40 Knoten und registriert auch die Landung beim Unterschreiten von 40 Knoten wiederum. Die letzten drei Symbole unten links sind für das Anzeigen der geplanten Strecke. Unten rechts haben wir dieses More oder Mehr in der deutschen Einstellung.
und das öffnet das Sidebar-Menü. Und dort kann ich zunächst erst einmal unter Downloads die Daten verwalten, die ich gerne heruntergeladen hätte. Man sieht schon, für Europa sind 41 Länder verfügbar. In diesem Screenshot sind 6 Länder heruntergeladen. Ich klicke auf Europa und kann mir im oberen Bereich jetzt auswählen, welche Datentypen ich gerne herunterladen möchte. Und im unteren Bereich kann ich mir die Länder auswählen, für die ich diese Daten permanent auf die App herunterladen möchte. Durch Verändern dieser Werte kann ich auch ein bisschen den Speicherplatz beeinflussen, den die ForeFlight Mobile App benötigt. Ein weiterer Punkt im More-Menü sind die Settings. Und hier kann ich sämtliche Einstellungen der App vornehmen. Bietet sich an, hier einfach mal durchzugehen und mal zu gucken, was es so für Einstellungen gibt. Wenn ich einen bestimmten Punkt schon im Kopf habe und möchte den ändern, kann ich den oben in dieser Filterzeile eingeben, beispielsweise Units. Dann komme ich zum Unterpunkt Units and Time und kann hier beispielsweise die Zeit, die verwendet wird in der App, auf Zulu Time umstellen von Local Time. Ich kann die Geschwindigkeiten, die Entfernungen oder die Drückeinheiten so einstellen, wie es meinen persönlichen Anforderungen genügt. Und letztendlich, wir haben unten rechts noch den Timer im More-Menü mit dem Pfeil nach oben. Wenn ich darauf tippe, kann ich zwischen Count Up und Count Down umschalten und durch Start auf die Uhr kann ich den Timer entsprechend starten. Eben war schon das Aircraft-Symbol angeklickt. Ja, wenn ich auf Aircraft gehe, sehe ich auch hier, dass das Flugzeug, was ich angelegt habe, schon in die App automatisch synchronisiert wurde. Kommen wir nochmal zurück zur Karte. Ist ja ganz entscheidend, wenn ich mit einer Navigations-App fliege, wie sieht die Karte aus? Ein Klick oben auf den Layer-Selektor öffnet die Auswahl und das ist jetzt hier das, was man sieht, wenn man ganz einfach Basic, Pro Plus, Performance Plus hat, ohne weitere Zusatzkarten, dann bekommt man diese Informationen angezeigt, also aeronautischen Layer. Jeppesen-Karten werden angezeigt, wenn ich die Verbindung zu einem, entweder dem Botlang-Charts, den VFR-Anflugkarten von Jeppesen oder aber Jeppesen-IFR-Karten mit hinzugenommen habe. Ansonsten werden diese beiden Layer nicht angezeigt. Streetmap, Area Map und der Europe VFR-Layer. Und wenn ich da draufklicke, ich schalte jetzt mal zusätzlich den aeronautischen Layer aus, tippe ich jetzt irgendwo in die Karte, schließt sich das seitliche Menü wieder und ich sehe jetzt hier, welche VFR-Karten dort im Europe VFR-Layer zur Verfügung stellen. Das sind all die Länder, die diese Karten zur Verfügung stellen. Nicht auf dem Bild, aber auch verfügbar sind Island und Färöerinseln, sind aber jetzt nicht gerade die typischen Ausflugsziele. Neu hinzugekommen, jetzt im März, ist Frankreich mit der kostenlosen VFR-ICAO-Karte, sowohl im Maßstab 1 zu 1 Million als auch 1 zu 250.000. Das ist vorwiegend der zentralfranzösische Bereich, der in dieser größeren Auflösung zur Verfügung steht. Des Weiteren hat die Schweiz die Swisstopo VFR-Karten jetzt auch zur Verfügung gestellt. Diese werden auch in Kürze dann an ForeFlight verfügbar sein. Man sieht aber auch, große Bereiche Europas sind nicht durch Zusatzkarten abgebildet. Und hier gibt es die Möglichkeit, ich nannte das schon, diverse zusätzliche Produkte hinzuzunehmen. Für die nordischen Länder gibt es von den jeweiligen lokalen Anbietern entsprechend die Karten. Es gibt aber auch überregionale Anbieter, wie beispielsweise die DFS. Hier sieht man alles das, was die DFS für Europa zur Verfügung stellt. Ein weiterer Anbieter, der überregional arbeitet, ist Rogers Data. Sieht man, hier ist zumindest UK schon mit dazu gekommen.
Oder eben Ermel Jong als Anbieter, der ebenfalls eine recht große Abbildung von der europäischen VfR-Karten hat, allerdings im Maßstab 1 zu 1 Million. Vorteil für Frankreich ist, Ermel Jong gibt es auch als Weekendkarte. Das heißt, am Wochenende sind die typischerweise dort nicht aktiven Sperrgebiete in Frankreich ausgeblendet. Dasselbe machen übrigens die Carta Bossi-Karten, deshalb gibt es den Eintrag auch zweimal. All diese optionalen Produkte gibt es bei uns auf der Webseite, kann man sich unter der genannten Webseite forfait.com/pricing anschauen und kann dann für sich entscheiden, was man im Zweifelsfall mit hinzunimmt. Ich persönlich fliege mit dem aeronautischen Layer. Dieser basiert auf den Jeppesen IFR und VFR-Navigationsdaten und beinhaltet alles das, was ich persönlich für mein Fliegen benötige. Auf der linken Seite, ich sagte es schon, kann man jetzt für diesen aeronautischen Layer diverse Auflösungsstufen und Informationsstufen ein- oder hinzuschalten. Wenn wir jetzt mal in diese Karte hineinblenden, dann sehen wir in der Darstellung unten rechts beispielsweise einen Gebirgspass mit entsprechendem Namen und der Überflughöhe. Wir haben die Visual Reporting Points mit entsprechender An- und Abflughöhe, mit ihrem Namen und auch die An- und Abflugstrecken. Die Anflugstrecken sind dabei in grün gekennzeichnet und lilafarben sind die Abflugstrecken für den jeweiligen Flugplatz. Oder aber ich habe die Lufträume mit ihren entsprechenden Limitationen dargestellt. Die Darstellung weicht an der Stelle von der ICAO-Norm ab. Wir haben uns hier an den Jeppesen-Karten orientiert und die Magentafarbe der Delta-Lufträume von Jeppesen übernommen. Des Weiteren habe ich die Fluginformationsgebiete, an deren Rändern auch die entsprechenden zuständigen Frequenzen abgebildet werden. Für die kleineren Flugplätze haben wir hier die Platzrunden. Wir sehen in Gelb die Segelflugplatzrunde oder in Weiß die normale Platzrunde. Wenn wir dort jetzt uns weiter reinzoomen würden, würden wir auch die entsprechende Platzrundenhöhe sehen. Wir sehen die Flüsse, wir sehen die Straßen mit entsprechenden Bezeichnungen wie die A40 links. Wir können an der Stelle auch die in Rot umrandet, die lärmempfindlichen Gebiete sehen, sodass wir entsprechend unser Flugverhalten so anpassen können, dass das Ganze auch entsprechend passt. Ein Tippen oder Klicken und Halten auf einen beliebigen Punkt in der Karte öffnet das seitliche Menü. Hier haben wir die Möglichkeit, entweder diesen Punkt als Wegpunkt abzuspeichern, als Wegpunkt in die Route einzufügen. Wir sehen aber auch, an welche, also der Punkt ist selbst dann erstmal durch den grünen pausierenden Punkt gekennzeichnet. Und wir sehen auf der rechten Seite hier die Kontrollzone von Genf mit der entsprechenden Towerfrequenz 118.7. Wir sehen aber auch die Radarfrequenz, die an der Stelle gültig ist, beziehungsweise in dieser größeren Gebiet die entsprechende FES-Frequenz, die gültig ist. Wenn wir ein Gebiet markieren, auf der rechten Seite wird dieses Gebiet auch auf der linken Seite nochmal grün dargestellt, sodass wir die räumlichen Ausdehnungen dieses Gebietes schneller erfassen können. Unter Details finden sich weitergehende Informationen zu den jeweiligen Lufträumen. Klickt man auf einen Flugplatz, ändert sich das seitliche Menü und zeigt uns die Flugplatzinformationen an. Wir haben jetzt hier für Genf erstmal als Information sämtliche Frequenzen, also Wetterfrequenzen, die Art des Frequenzen oder auch die Telefonnummern, wenn ich dort vorher anrufen möchte. Wir haben Clearance Delivery, wir haben die entsprechenden Frequenzen am Boden. Es gibt Wetterinformationen, Meter, TAF. Und
Seit kurzem verfügbar ein Daily Weather Forecast. Das heißt also, für die nächsten 10 Tage kann ich mir das allgemeine Wetter für diesen Ort, übrigens für jeden Ort weltweit, auch anzeigen lassen. Und ich kann mir entsprechend, wenn ich dort einen Tag markiere, bekomme ich für diesen Tag morgens das Wetter angezeigt. Und kann am unteren, im unteren Bereich zwischen den Tagen der Woche hin und her schalten, sehe dort das allgemeine Wetter, Bewölkungsgrad, Temperatur, Range, ob es regnet, ob es schneit. Und anhand des farblichen Balkens kann ich sehen, ob VFR, IFR, Marginal VFR oder Low IFR Bedingungen herrschen. Im mittleren Bereich sehe ich das Ganze aufgeschlüsselt auf Stunden. Und kann dann entsprechend mir die passende Flugzeit aussuchen. Im oberen Bereich sehe ich für die ausgewählte Stunde nochmal die detaillierten Daten. Okay. Bei Runway-Informationen werden die aus dem Meta gewonnenen Daten gleich mit umgesetzt. Das heißt, ich sehe nicht bloß die Landebahninformationen, sondern sehe auch gleich, welches wohl der aktive Runway sein wird oder welcher letztendlich für mein persönliches Fliegen schon mal in die Planung einzubeziehen ist. Unter Prozeduren sehe ich sämtliche Prozeduren, die für den Platz verfügbar sind. Das unterscheidet sich logischerweise zwischen einem IFR-Platz wie hier in Genf oder einem VFR-Platz. Aber generell finde ich hier sämtliche Informationen, die entweder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden oder durch mich zusätzlich erworben wurden, wie Jeppesen-Karten oder eben aber auch in Italien der Avio Portolano oder die entsprechenden Anflugkarten vom Sky Guide. Also alles das sehe ich hier unter den Prozeduren. Unter NOTAMs sehe ich sämtliche NOTAMs, die für diesen Platz gültig sind, und zwar in der Zukunft, die aktuell sind oder auch welche, die schon älter sind. FBO ist der Fixed Base Operator. Dieser Begriff kommt aus den USA, ist hier in Europa in der Regel der Platzbetreiber, beziehungsweise sind die Firmen, die am Platz verfügbar sind. Und hier sehe ich nicht bloß Informationen dazu, inklusive Webadresse, Telefonnummer, sondern auch beispielsweise die Kraftstoffpreise. Immer oben links kann ich zurückgehen zum vorhergehenden Fenster und für Flugplätze in gebirgigem Gelände haben wir einen zusätzlichen Punkt. Neben dem Icon für die Flugplatzkarte befindet sich dieser kleine Berg. Und wenn ich dort drauf tippe, bekomme ich in 10 Meilen Umkreis die Höhe des höchsten Hindernisses bzw. des kleinsten Hindernisses oder des geringsten Terrains, niedrigsten Terrains und die Flugplatzhöhe angezeigt. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich kann jetzt einfach durch Add to Route diesen Flugplatz der Route hinzufügen und damit zentriert sich die Karte auf diesen Platz und der Flugplatz wird letztendlich auch dann übernommen. Den nächsten Flugplatz möchte man ganz kurzen Flug planen, nämlich den Platz, der in der Nähe ist, en masse, und nehme auch diesen mit zur Route hinzu. Es wird eine magentafarbene Linie zwischen beiden Plätzen gezogen und diese Linie kann ich jetzt antippen und halten und dann entsprechend dorthin ziehen, wo ich diese Route hinhaben möchte. Sobald ich die Route loslasse, erscheint wieder das Seitenmenü und ich kann jetzt entscheiden, möchte ich genau diesen Punkt der Route hinzufügen, das ist der alleroberste Punkt, oder aber möchte ich einen Wegpunkt, ein Navigationshilfe, also VOR, NDB, wie auch immer, oder einen Flugplatz hinzufügen. Die entsprechenden Möglichkeiten sind hier in aufsteigender Entfernung aufgelistet. Ich nehme jetzt hier den Wegpunkt Southeast, nehme den mit rein. Und schon ist die Route fertig. Jetzt sieht man, dass sich das rechte Leck verändert hat von der Farbe her. Also es ist immer so, das Aktuelle ist in Magentafarben.
dass die zukünftigen Legs sind in Blau und die, die ich schon geflogen habe, werden während des Fluges in Gelb dargestellt. Ein Klick auf das FPL-Fenster oben öffnet das Flugplanungsfenster und hier sehe ich die entsprechenden Wegpunkte als sogenannte Bubbles, als solche Icons dort abgebildet, die ich entsprechend auch wieder anklicken kann. Ich kann diverse Optionen, kann diverse Operationen dort durchführen, kann Wegpunkte davor, dahinter einfügen, kann mir schon von vornherein die Start-Landebahn aussuchen. Also einfach mal ausprobieren. Wir wollten ja heute bloß eine kurze Übersicht geben. Ja. Und vielleicht noch interessant jetzt an der Stelle, weil es auch allen zur Verfügung steht, nicht bloß denen mit teureren Subscriptions, ist das Real-Time-Navlog. Hier werden mir die Strecke mit den einzelnen Legs und Wegpunkten abgebildet. Die grünen Punkte sagen, es herrscht an all diesen Punkten Sichtflugbedingungen. Ich habe dann Heading und Entfernungen und Kraftstoffverbrauch, also die Headings für das Leg. Und dann die Totals bzw. die Pro-Leg-Informationen für Entfernung, Kraftstoffverbrauch und Zeit. Die rechten drei Spalten sind interessant, weil im Flug wird anhand meiner aktuellen Geschwindigkeit werden die entsprechenden Zeiten und Ankunftszeiten abgebildet. Das heißt, wenn ich beispielsweise VFR in Italien unterwegs bin und muss dort einen entsprechenden Position Report abgeben oder aber ich habe die große Reise des Lebens vor mir, fliege über den Atlantik, muss einen Oceanic Report, Position Report abgeben, dann muss ich ganz einfach nur dieses dynamische Navlog von oben nach unten vorlesen und habe genau exakt die Informationen, die ATC von mir haben möchte. Also ganz einfach an der Stelle. Wenn mir die Route gefällt, kann ich auf diesen Stern tippen und damit wird die Route gespeichert. Ich kann entweder hier das Default nehmen, das wäre ganz einfach Start zum Ziel, oder aber ich kann auch einen freigegebenen Namen eingeben und wenn ich dann auf Save tippe, dann ist die Route gespeichert unter den Favoriten. Sie bekommt dann der Stern, verfärbt sich in Gelb. Und ich kann jetzt oben durch Klicken auf die Uhr mit Stern die entsprechende Route wieder aufrufen. Unter Favoriten finden sich meine gespeicherten Routen. Unter Recent Routes finden sich alle Routen, die ich in der Vergangenheit geplant habe, also kürzlich geplant habe. Das ist ganz praktisch, wenn ich versehentlich mal die Route geändert habe und sage, jetzt hätte ich ganz gerne wieder das, was ich vorher hatte, dann kann ich dort oben drauf tippen und kann mir ganz einfach die vorherige Route wieder herstellen. Jo, auswählen und dann ist alles gut. Okay, gehen wir auf die Kartenansicht der Anflugkarten. Dazu schalten wir um auf den Plates oder Charts Registerkarte. Und hier gibt es auch eine neue Geschichte. Ich kann mir jetzt sogenannte Flightbinder hinzufügen. Ich klicke da drauf und kann mir jetzt anhand des Fluges, die ich in der Kartenansicht oder aber auch des nächsten Fluges, der kommt in der Flügeansicht, kann ich mir einen entsprechenden Flightbinder anlegen. Ich nehme jetzt den aus der Karte. Dabei werden jetzt automatisch Start- und Zielflugplatz und wenn ich bereits die Landebahnen vorausgewählt habe, auch die entsprechenden Anflugblätter schon mal gleich vorausgewählt. Ich kann aber auf jeden einzelnen Punkt drauf tippen, also Start, Zielflugplatz. Ja, genau, war jetzt mit dem Tippen nicht schnell genug. Und kann jetzt entweder mir die Karten auswählen. Wir sehen jetzt hier, weil es mit Jeppesen verbunden ist, die Jeppesen-Anflugkarten, aber auch für Onas die Eurocontrol-Anflugkarten. Auf der linken Seite kann ich mir die Karten praktisch auswählen, kann mir die anschauen. Und wenn ich auf der rechten Seite dann auf diesen Kreis tippe, wird die Karte markiert und wird in die Vorauswahl übernommen. Wir haben jetzt hier eine Karte und die wird auch angezeigt. Wenn ich jetzt eine zweite Karte mit dazu nehme und diese antippe, dann sehe ich, das ist die zweite Karte und die wird mir mit angezeigt, 2 von 2.
Zwischen den Karten kann ich mit der Dreifinger-Gesture umschalten. Das heißt, drei Finger auf das iPad und nach links oder rechts wischen. Damit kann ich zwischen den vorausgewählten Anflugkarten ganz einfach hin und her schalten. Diese linke, jetzt nicht mehr benötigte Spalte kann ich auch ganz leicht ausblenden. Damit steht mir das gesamte iPad für diese Anflugkarte zur Verfügung. Unter Airports haben wir auch sämtliche Airport-Informationen. Auch hier wieder die Suchzeile. Wir können eingeben, entweder den Ort oder einen ICAO-Code und kriegen entsprechend Flugplätze aufgelistet, können uns die entsprechend auswählen. Das war ganz schnell mal VFR-Planung. Kommen wir zum Abschluss noch ganz schnell zu einer IFA-Flugplanung. Dazu sagte ich schon, das Flugplanformular oben auf Plus tippen, damit wird ein neuer Flug angelegt. Ich kann als allererstes die Zeit festlegen, wann dieser Flug stattfindet. Als Performance Plus Kunde kann ich nicht nur die Abflugzeit, sondern sogar die gewünschte Ankunftszeit auswählen, habe dann meinen Abflug zum Flugplatz, gebe meinen Zielflugplatz ein, hier Mandelieu beispielsweise. Ein Tippen auf Alternate öffnet den Alternate Advisor. Hierbei kann ich natürlich, wenn ich mein Alternate schon kenne, einen Alternate Airport Code eingeben. Andererseits wird mir anhand der aktuellen Wetterbedingungen und Runway-Bedingungen ein Alternate angeboten, eins oder mehrere, und ich kann es auswählen und entsprechend als Alternate hinzufügen. Auch hier wieder der Punkt Performance Plus Lizenz. Ich kann jetzt für diese entsprechenden Flugplätze meine Start-Lande-Performance-Berechnung durchführen. Anhand des Metas ist mir hier schon der entsprechende Runway 04 vorausgewählt worden. Ich kann jetzt muss eigentlich nur noch meine gewünschte Klappenstellung für den Start festlegen. Das hängt ein bisschen davon ab, soll es ein High-Performance-Start sein oder wie auch immer oder ein normaler Start. Ich kann einen Safety Distance Faktor mit eingeben, indem ich bestimmte Landebahnbedingungen oder aber auch meinen persönlichen Aufschlag mit hinzufügen kann. Und wenn ich das getan habe, wird mir automatisch die entsprechende Performance für den Start angezeigt und ausgerechnet. Oben links wieder zurückschalten. Das Ganze geht halt für Start und Landung logischerweise. Weiter unten, nach unten geblättert, habe ich die Möglichkeit, mir eine Route generieren zu lassen. Klick auf Routes. Dabei wird mir eine Eurocontrol-valide Route generiert. Wenn ich die Bedingungen öffnen möchte, beispielsweise möchte einen VFR-Flug machen oder aber möchte ein bestimmtes Höhenband festlegen, indem ich den Flug planen möchte, kann ich das entsprechend hier machen. Unter den Flugregeln auf IFR tippen, kann hier auf VFR umschalten, aber auch einen Yankee und Zulu-Flugplan festlegen. Bei Yankee und Zulu-Flugplan habe ich die Möglichkeit, mir meine präferierten IFR-Cancel- und Pickup-Points auch vorzudefinieren. Und der Route Advisor versucht dann anschließend anhand der Eingaben eine entsprechende passende Route auszurechnen. Hier haben wir eine entsprechende Eurocontrol-valide Route, ist jetzt nicht sehr hoch mit der TB10 Flugfläche 100. Daher müssen wir ein bisschen Umwege fliegen. Und wir können diese Route nehmen und entsprechend auswählen. Die Route wird uns entsprechend im Kartenfenster angezeigt. Ganz oben haben wir jetzt die Möglichkeit, uns das NavLog anzeigen zu lassen. Hier sind die entsprechenden Berechnungen für die Flugdurchführung aufgelistet. Des Weiteren haben wir das Briefing Package. Das Briefing Package bietet uns erstmal so ein Vertical Cross-Section Chart. Das heißt, wir sehen die Vereisungsbedingungen, wir sehen die Turbulenzbedingungen unterwegs, wir sehen den Wind, die Temperaturen für den Flug. Gehen zurück. Und als Performance Plus Kunde können wir entsprechend noch eine Fuel Policy festlegen. Wir können also festlegen, ob wir mit Minimum, Maximum Fuel starten wollen, ob wir eine bestimmte Menge bei der Landung noch drin haben wollen
oder wie auch immer. Und entsprechend die Berechnungen werden automatisch durchgeführt. Dann haben wir noch einen Weight-Check und wir können fertig, um den Flugplan aufzugeben. Wichtig ist bei der Flugplanaufgabe, dass wir unten im Feld auf der Liste mindestens einmal unseren Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer eingeben. Name, E-Mail-Adresse ganz einfach. Name ist vorgeschrieben. E-Mail, damit wir entsprechende Flugmeldungen erhalten. Telefonnummer das gleiche. Im Moment ist es eher nicht der Fall, aber wer sich an die Zeit vor 2020 erinnert, da war es gang und gäbe, dass man sogenannte CTOT, Calculated Takeoff Time Messages per Telefon bekommen hat. Und dafür ist die Angabe der Telefonnummer halt wichtig. Auf File tippen und der Flugplan kann entsprechend aufgegeben werden, ist dann entsprechend im System, wie gesagt, IFR und VFR, entsprechend die Flugpläne und das Proceed to File Icon ändert sich und ich kann jetzt an der Stelle auch den Flugplan entweder ändern über Amend, läuft so, dass ich entsprechend beispielsweise neue Abflugzeit eingebe, dann auf Amend drücke, entsprechend diese Änderungsmeldung abgebe oder aber ich kann auch an der Stelle den Flugplan ganz einfach canceln. Amend gilt nicht nur übrigens für die Zeit, es kann auch sein, dass ich ein anderes Gewicht habe, ich habe mit einmal mehr oder weniger Personen an Bord oder aber Kraftstoff hat nicht gereicht, Tankstelle war nicht voll genug, ich muss mit weniger als ursprünglich geplant losfliegen, dann kann ich das hier tun. Okay. Im Flug hat ForeFlight auch diverse Möglichkeiten der Information. Wir sehen jetzt hier hinter dem Flugzeugsymbol diese grüne Linie, das ist der sogenannte Breadcrumb. Damit können wir gerade im Flugtraining uns hinterher auch anschauen, wie sind wir geflogen, wie exakt haben wir die Platzrunden getroffen, wie genau sind wir den Localizer geflogen und können dir eine schöne Auswertung machen. Das Kartensymbol oben rechts sieht man, die Karte ist zentriert. Mit dem Kompass-Symbol, wenn ich da drauf tippe, kann ich die Karte zwischen North Up und Track Up umschalten. Am oberen Bildschirmrand tipp auf das Instrument, öffne das Instrumentenpanel. Das ist am unteren Bildschirmrand eine zusätzliche Informationszeile, wo ich diverse Zusatzinformationen zu meinem aktuellen Flug angezeigt bekomme. Hier beispielsweise die Maximum Elevation Figure, das ist ein dynamisch auf die aktuelle Position berechneter Höhe des höchsten Terrains oder Hindernisses in einer Box von einem halben Grad nautische Breite und Länge. In Mitteleuropa sind das circa 30 mal 30 nautische Meilen um meine aktuelle Position herum. Aufgerundet auf 200 Fuß sind halt hier das höchste Hindernis 8400 Fuß. Deswegen in Gelb, weil wir uns aktuell auf diesem Flug unterhalb dieser Höhe befinden. Ich kann jedes dieser Felder entsprechend ändern, indem ich auf das Feld drauf tippe und aus einer beliebigen Auswahl hier entsprechend mir meine persönliche Konfiguration zusammenstelle. Ein weiterer Punkt, ganz hilfreich, ist Synthetic Vision für Situational Awareness. Hier sieht man schon, gerade wenn ich im gebirgigen Gelände fliege, sehe ich anhand der Farbkodierung, an welcher Stelle ist das Terrain weniger als 100 Fuß von mir entfernt, das ist rot, weniger als 1000 Fuß ist in gelb. Und alles, was mehr als 1000 Fuß vertikal von mir entfernt ist, ist in grün dargestellt, beziehungsweise die Obstacles, die Hindernisse in weiß. Die Hindernisse ändern sich auch in gelb oder rot, wenn ich entsprechend mich ihnen vertikal zu sehr annähere. Und natürlich können sowohl Synthetic Vision als auch das Instrumentenpanel gleichzeitig angezeigt werden. Warum steht hier No Attitude Indication?
Information, ganz einfach, weil Synthetic Vision auch mit dem ganz normalen iPad, mit dem ganz normalen iPhone funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Zusatzgeräte angeschlossen habe, auch wenn ich die Möglichkeit habe. Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe einen Garmin GTN 57 mit einem FlightStream 510 und ich bekomme meine entsprechende Information über das Garmin Position oder Flugplaninformationen über das Garmin geliefert. Ja, okay. Hier auch wieder auf die Kartenansicht. Wir können natürlich die Kartenansicht, hier sehen wir zum einen das Flugzeugsymbol in der Karte. Das ist ab der Pro Plus Subscription der Fall. Und wie Karte kann ich auch auf die Kartenansicht, also die Anflugkarte, oder kann ich auf die große Karte schicken und sehe dann hier als Overlay die Anflugkarte und kann dann entsprechend, gerade im IFA-Flug ist es halt ganz sinnvoll, wenn ich hier die Anflugkarte habe, mein Briefing durchführen kann und gleichzeitig die Position dargestellt habe, wo ich mich aktuell befinde. In-Flight Traffic, da gibt es diverse Möglichkeiten. Hier links dargestellt von Air Avionics das AT1, kombinierter ADS-B und FLAM-Empfänger, ist ein Festeinbaugerät und über WLAN kann ich mich entsprechend mit 4Flight verbinden und kann die Verkehrsinformationen in 4Flight darstellen. Auf der rechten Seite Sky Echo 2 ist ein Gerät, was ebenfalls kombiniert FLAM und ADS-B-Informationen anbietet. Das Sky Echo 2 hat sogar die Möglichkeit, ADS-B zu senden. Das ist allerdings nur in UK zugelassen, außerhalb UK nicht. Und das Sky Echo 2 erfordert eine entsprechende FLAM-Software-Lizenz. In der Mitte dargestellt, jetzt in Europa verfügbar, ist das Sentry. Sentry ist ein ADS-B-Empfänger, der von 4Flight kommt, der halt auch nur mit 4Flight zusammen funktioniert, ganz wichtig. Der hat eben ADS-B-Traffic, hat einen Lagesensor für Synthetic Vision und ein WASG-GPS, das haben die Geräte alle drei mit drinne. Der Sentry hat noch zusätzlich Kohlenmonoxid-Sensor, der entsprechend auch eine Signalisierung sowohl in 4Flight, in der App, aber auch direkt vom Gerät aus liefert, wenn ein bestimmter Level von Kohlenmonoxid in der Atemluft überschritten wird. So sieht das Ganze aus im Flug. Wir sehen jetzt hier also Sentry verbunden. Wir sehen jetzt eine Maschine, die ankommt. Und wenn diese Maschine näher kommt, verfärbt sich das Symbol. Wir haben entsprechend einen Richtungszeiger. Wir haben eine Höhenanzeige, sehen also, wo das Ganze ist. Und sollte uns der Traffic zu nahe kommen oder die Annäherung zu schnell erfolgen, dann bekommen wir entsprechend auch eine akustische und optische Warnung in 4Flight angezeigt. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Alarme in 4Flight, beispielsweise bei Annäherung an einen Runway. Wenn wir auf den Runway hinaufrollen, unter Angabe der Startrichtung und der verbleibenden Länge des Runways. Wir haben die Anzeige der Transition Altitude. Wenn wir uns einem kontrollierten Platz mit ATIS nähern, wird entsprechend die ATIS-Frequenz angezeigt. Wenn wir im Final sind, entsprechend auch das Final des Runways, ist jetzt hier in Bremen eher, oh, nee, das ist ja nicht, ist Eggenfelden, unspektakulär, aber wenn man gerade denkt, Hannover anfliegen, man hat drei verschiedene Runways, kann ich hier nochmal letztendlich überprüfen, fliege ich auf den richtigen Runway an? Und eben letztendlich 500 Fuß above Groundline. Überschreiten der entsprechenden Druckhöhe, 12.000 Fuß, das heißt also spätestens jetzt Sauerstoff aufsetzen. Das sind so ein paar Alarme. Ich habe diverse Funktionen genannt, die Bestandteil unterschiedlicher Subscription-Level sind. Auf der Seite 4flight.com/pricing kann ich mir nochmal individuellen Überblick verschaffen. Was ist jetzt eigentlich in den unterschiedlichen Stufen drinne? Was kann ich letztendlich, was ist für mich sinnvoll? Informationen befinden sich im Pilot's Guide auf unserer Webseite oder wenn Fragen bestehen, einfach eine E-Mail an team@4flight.com. Und wer es ausprobieren möchte oder auch wieder ausprobieren möchte, 4flight.com/pricing.
30 Day Europe ist eine Seite, auf der man sich für einen Trial registrieren kann, kann dann 30 Tage lang Vorflight testen. Wenn ich in der Vergangenheit schon mal getestet habe und bekomme dort irgendwie eine Fehlermeldung, einfach eine E-Mail an team@fortflight.com und wir helfen gerne. So, wir sind jetzt schon gut über der Zeit. Ich möchte nichtsdestotrotz einfach noch ein paar Fragen beantworten, die zwischenzeitlich gestellt wurden. So, kann man die Karten während des Fluges blockieren, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern? Das kann man bei den Anflugkarten machen. Dort kann man letztendlich die Karten blockieren. Das ist der Fall. Warum werden die Obergrenzen der Lufträume in Fuß und nicht in Flugfläche angegeben? Das hat ein bisschen historische Gründe, ist auch regional unterschiedlich. USA beginnen Flugfläche oder Kanada beginnen Flugflächen erst ab 180, also ab 18.000 Fuß. Bis dahin wird in Füßen angegeben. Ja, ist ganz einfach dem geschuldet, dass man hier ein einheitliches Format findet. Warum nutzt in ForeFlight nicht den iOS-Lagesensor für Synthetic Vision? Ja, wir nutzen den, aber wir haben trotzdem keine Attitude-Information. Das ist nochmal, also wir haben nochmal keinen Pitch und Bank. Wir nutzen den Lagesensor, aber nicht Pitch und Bank, nicht für Pitch und Bank. Ich lasse die Frage einfach mal noch offen und gehe schon mal zu den nächsten. Werden Verbrauchsdaten für die Berechnung von Mass and Balance vom Start bis zur Landung automatisch vom aktiven Flugplan übernommen oder muss ich mir das Mass und Balance-Profil manuell erstellen? Da es heute nur eine Einführung war, bin ich da auf Mass und Balance jetzt nicht weiter groß eingegangen. Wir werden aber in 2 Wochen nochmal ein VFR-spezifisches Webinar haben und in 4 Wochen ein IFR-spezifisches Webinar. Da werde ich auch nochmal auf Mass und Balance eingehen. Stand heute ist es so, dass Mass und Balance in der App erstellt wird und dort entsprechend die Angaben vom Kraftstoffverbrauch und vom Gewicht manuell übernommen werden müssen. Gibt es eine Erläuterung, was sich hinter den Abkürzungen in den Filing-Informationen verbirgt? Ja, in den Dokumenten gibt es auch einen eigenen Guide, der sich mit diesen Filing-Informationen befasst und dort ist alles im Detail erläutert. Sind während des Fluges die GAVOR-Routen zum Beispiel in Österreich dargestellt? Auch hier möchte ich auf das Webinar in 14 Tagen verweisen. Es gibt die Möglichkeit, vor dem Flug ein sogenanntes Pack herunterzuladen. Das Pack beinhaltet die Wetterdaten, Kraftstoffpreise, aber auch Anflugkarten, sofern sie nicht permanent runtergeladen wurden, für einen bestimmten Flug. Und damit stehen diese Daten auch offline während des Fluges zur Verfügung. Ja, eine spezielle Karte zum AIP Deutschland. Aktivierter kann ich. Wenn ich AIP Deutschland gekauft habe und die Anflugkarte sowie die Flugplatzkarte für einen Landeplatz auf meinem Flug aktiviert habe, kann ich dann über Senden an Map die Anflugkarte auf die Karte projizieren? So, das ist eine Frage. Also ab der Pro Plus Subscription, sprich dem mittleren Abonnementtyp, sind auch die Anflug- und Flugplatzkarten der DFS, die über das AIP dazugekauft werden, georeferenziert und können natürlich auch auf die große Karte übergeblendet werden. Und die zweite Teilfrage ist, muss ich nach der Landung auch die Flugplatzkarte auch manuell aktivieren oder wird diese nach der Landung automatisch eingeblendet? Hier an der Stelle kann ich sagen, das kann man sich aussuchen. Standardmäßig wird die Flugplatzkarte nach der Landung
eingeblendet, sobald ich eine Ground Speed von 35 Knoten unterschreite, und Entschuldigung, und ich kann diese Funktion auf Wunsch aber auch ausblenden. Ja, das ist dann also eine Funktion. Also es geht, ja, ich kann es aber auch ausblenden. Sind IFR-Waypoints auch zu sehen? Nächste Frage. Ja, ich hatte sie in meinem Beispiel einfach nur ausgeblendet. Aber die sind auch zu sehen. Auch seit kurzem die IFR-Wegpunkte, die von Prozeduren genutzt werden. Wir hatten in der Vergangenheit die Procedure-Waypoints ausgeblendet. Die sind seit kurzem auch permanent zu sehen, sobald ich die IFR-Wegstrecken eingeblendet habe. Eine Frage nach Warnungen vor dem Einflug in Lufträumen. Das ist ein Punkt, der ist noch auf der Roadmap. Wir hatten mal eine Subpage, da ging es um die Transition vom Jeppesen Mobile Flight Deck VFR zu 4Flight. Da stehen diverse Punkte drauf und das ist einer der Punkte, der ist noch offen durchaus, aber da arbeiten die Kollegen dran. Zeitliche Aussagen kann ich dazu nicht sagen. Eine letzte Frage, die ich noch beantworten möchte, weil dann sind wir schon fast bei anderthalb Stunden. Gibt es eine Möglichkeit, den VP016 auch als SE anzeigen zu lassen? Also SE steht bei dieser Seite, bei diesem Wegpunkt unter den Details. Aber die Anforderung, ich möchte es gar nicht Wunsch nennen, diese Anforderung, diese Wegpunkte auch mit diesen Namen in die Planung zu übernehmen, haben wir vernommen. Und auch dort wird es in absehbarer Zeit eine Änderung geben, sodass ich diese VP irgendwas Wegpunkte nicht mehr habe. Ja, Frage hatte ich schon beantwortet. Hat der Sentry auch FLARM? Nein, der Sentry hat nur ADS-B. Also das Gerät, das alles kann, Kohlenmonoxid, ADS-B, FLARM, Lagesensor und GPS, gibt es momentan leider noch nicht. Ja gut, eine noch, sind wir fast durch. Welche Subscription ist Voraussetzung für die Anzeige der Maximum Elevation Figure? Maximum Elevation Figure und Höhe über Grund werden ab der Pro Plus Subscription dargestellt. Okay. Für die anderen Fragen bitte ich, kurz noch mal eine E-Mail an team@4flight.com zu schicken. Das sind teilweise Fragen, die eine etwas längere Erläuterung benötigen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Und daher möchte ich es damit bewenden lassen. Ich freue mich für die rege Anteilnahme, freue mich für die vielen Teilnehmer. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören beim VFR-Seminar beziehungsweise in 4 Wochen beim IFR-Webinar oder eben in der nächsten Woche auch beim Fliegermagazin. Dort geht es auch nochmal im Dialog mit dem Thomas Borchert um die VFR-Fliegerei. Ich wünsche noch allen einen schönen Abend und möchte jetzt an der Stelle das Webinar beenden.